Inflation, die Zinsen, Bankenkrisen, Rezessionsgefahr. Die Lage ist so schwierig, dass wir an den Börsen jederzeit mit einem harten Rückschlag rechnen müssen. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass die Marktteilnehmer inzwischen derart pessimistisch sind, dass die Gefahr gar nicht mehr besonders groß ist und dass man jetzt wirklich kaufen sollte. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Morgen ist wieder Leitzinsentscheidung in den USA. Und was würden wir nicht alle gern wissen, was Jerome Powell so denkt? Mein Tipp ist, fragen Sie ihn doch einfach, rufen Sie ihn einfach an, der erzählt Ihnen schon was. Vorausgesetzt, er denkt, Sie sind der ukrainische Präsident Zelensky. So geschehen im Januar, da haben die beiden nett geplaudert übers Telefon, nur dass sich dann herausgestellt hat, dass das gar nicht Zelensky war, sondern russische Komiker, die vermutlich Kreml-nah sind. Und damit haben die USA jetzt ein weiteres gefährliches Datenleck, das sie eigentlich mal stopfen müssten. Joe Biden, dem wäre das natürlich nicht passiert, der lässt nur immer gern mal seine Geheimdokumente überall rumliegen, genauso wie sein Vorgänger. Und da wird es dann wahrscheinlich die Putzfrau sein, die das irgendwann dann mal ins Netz stellt, für alle zugänglich. Aber was macht man nicht alles in den sozialen Medien für ein bisschen Aufmerksamkeit und damit die Leute irgendwann mal sagen, das ist ein Kanal, den ich jetzt abonnieren werde. Und dabei drückt man dann auch in der Regel auf die Glocke, damit man in Zukunft kein Video mehr verpasst. Und das war für heute eigentlich auch schon die Kernbotschaft. Abonnieren Sie den Kanal und naja, jetzt machen wir eben noch ein bisschen Aktienmarkt. Der denkwürdigste Tag in letzter Zeit an den Börsen, das war letzte Woche Donnerstag. Es kam das US-Wirtschaftswachstum fürs erste Quartal. Das war 1,1% annualisiert, nur noch deutlich niedriger als der Markt erwartet hat. Die Markterwartung war bei 2%. Und gleichzeitig aber ein PCE-BIP-Deflator, also ein Anstieg der Verbraucherpreise um 4,9% bei der Kernrate. Das war höher als erwartet und war außerdem auch ein Anstieg zum Vorquartal, weil da war das nur bei 4,4%. Also insgesamt ziemlich schlechte Daten. Trotzdem am Markt, da war man begeistert. Der S&P 500 Index ist um 2% raufgesprungen und der Nasdaq 100 sogar um 2,8%. Der beste Tag seit Januar und am Freitag dann noch weiter rauf. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der Markt war die Tage vorher relativ schwach und außerdem es hat auch gute Quartalszahlen gegeben an dem Tag, von Facebook Meta zum Beispiel oder der Milliardenverlust von Intel, auch der hat die Anleger entzückt. Aber man kann trotzdem festhalten, Wachstum schlechter als erwartet, Inflation höher als erwartet, trotzdem haben die Anleger das abgefeiert. Viele Leute würden jetzt sagen, das zeigt doch nur eins. Vorsicht mit Aktien. Die Lage ist und bleibt schlecht und die Fed wird ja jetzt auch die Zinsen zumindest erstmal nicht senken. Das heißt, die Wirtschaft bleibt unter Druck, die Unternehmen bleiben unter Druck, der Immobiliensektor bleibt unter Druck, eigentlich bleibt das ganze System unter Druck. Aber es gibt auch das entgegengesetzte Lager und das sagt, bitte Leute, jetzt ist auch mal gut. Darüber reden wir jetzt seit 100 Jahren. Jeder weiß es. Das Thema ist durch am Markt. Und wenn wir uns den Markt anschauen, dann haben die vielleicht ja sogar recht. Das ist der breite S&P 500 Index seit Anfang 2022. Er ist gestartet letztes Jahr auf Rekordständen und dann kam natürlich der Ukraine-Krieg und die Themen Inflation, Zinserhöhungen und so weiter. Er ist abgerutscht, aber das Tief war eigentlich im Oktober schon erreicht. Das war eigentlich die Wende, seitdem geht es wieder nach oben.
Und dass die Nachrichten noch so schlecht sind, da könnte man ja sagen, das ist doch für den Markt eher gut. Dann sind noch nicht so viele investiert und kommen erst noch. Und dadurch hat der Markt eben auch eine gute Chance, dass er weiter steigt jetzt. Dass er diese berühmte Wall of Worry, die Wand aus Sorgen, dass er die jetzt hochsteigt, es ist auf jeden Fall immer noch besser, als wenn die Stimmung schon wieder super gut wäre. Denn die Stimmung, das Sentiment, das ist meistens ein Kontraindikator. Aber zum Glück, die Stimmung ist immer noch rattenschlecht. Das ist zum Beispiel aus der berühmten Umfrage der Bank of America unter institutionellen Anlegern. Da werden jeden Monat Fondsmanager befragt und andere wichtige Aktienstrategen, die verwalten insgesamt 641 Milliarden Dollar an Kapital. Und was zeigt uns die Grafik? Die Grafik ist übrigens von The Market, einem Finanzableger der Neuen Zürcher Zeitung, eine sehr empfehlenswerte Seite. Die Grafik zeigt uns die durchschnittliche Gewichtung von Aktien relativ zu Bonds bei den Fondsmanagern. Sie haben im April Aktien so stark untergewichtet wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Sie sind also extrem pessimistisch. Sie sind schon seit Monaten pessimistisch natürlich, aber es ist jetzt eben noch schlimmer geworden. Und wie investieren Sie konkret? Das sieht man dann hier. Sie sind stark übergewichtet in Cash, sie sind drin in defensiven Sektoren sowie Pharma und Konsum, sie sind immer noch übergewichtet in Rohstoffaktien, sie sind auch noch leicht übergewichtet in Technologieaktien, sie sind übergewichtet in den Emerging Markets auch interessanterweise. Davon merkt man da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Aber im Gegensatz dazu sind sie untergewichtet in Banken, untergewichtet in Immobilienaktien, in britischen Aktien, in Aktien allgemein und vor allem in US-Aktien. Wenn man so viel Pessimismus sieht, muss man da nicht kaufen, dass die Schwarte kracht. Extremer Pessimismus ist ein Kaufsignal. Und zum Beispiel März 2009 oder Mai 2020, als auch ein Stimmungstief war, da waren zwar Krisen, aber die Tiefs am Markt waren ja schon vorbei. Danach gab es auch starke Erholungen, in denen man viel Geld verdient hätte. Und die Bank of America, die sieht das eben auch so. Sie hat aus diesen Umfragen und aus anderen Sentimentdaten nochmal einen zusätzlichen Indikator gemacht, den sogenannten Sell-Side-Indikator. Das ist hier die blaue Linie und die rote und die grüne Linie, die sind definiert als starke Abweichungen vom 15-jährigen Durchschnitt. Und wir nähern uns jetzt eben wieder der grünen Linie, also einem kritischen Punkt mit extrem negativem Sentiment. Und die BofA sagt, spätestens dann wäre das ein klares Kaufsignal, aber schon auf dem Niveau, auf dem wir jetzt sind, sei der Markt auf Sicht von einem Jahr anschließend in 94% der Fälle gestiegen mit einer Durchschnittsrendite von 22%. Das ist doch schon mal was. Und ich habe da mal ein paar Wendepunkte reingemacht, auch für die letzten 20 Jahre. Zum Beispiel 1999, da hat der Indikator relativ früh schon gezeigt, aha, zu viel Euphorie am Aktienmarkt und dann ab 2000, da kam dann ja auch der Crash. Das gleiche 2007, wieder zu viel Euphorie und ein Jahr später war dann eben ja auch der Absturz und die Finanzkrise. Und dann aber auch wieder punktgenau 2009 wieder das Kaufsignal wegen zu viel Pessimismus. Und was auch sehr interessant ist, von 2012 bis 2017 war bei diesem Indikator das Sentiment durchgehend negativ bis stark negativ. Und heute wissen wir aber, es war eine extrem starke Marktphase, in der sich der S&P 500 fast verdoppelt hat. Und last but not least, kurz vor der Korrektur letztes Jahr, da gab es auch ein Warnsignal noch rechtzeitig. Also ein großartiger Indikator eigentlich. Aber ein bisschen was zu meckern gibt es immer, natürlich. Also zum Beispiel 2003 nach dem Crash, als die Kurse dann am Boden waren, da hat man kein Einstiegssignal bekommen von dem Indikator. Wenn man sich also sklavisch nur daran gehalten hätte, dann hätte man die Rallye bis 2007, die ja auch sehr stark war, die hätte man leider verpasst. Das Letzte, was man gekriegt hat, war ein Ausstiegssignal 1999, dann wieder ein Kaufsignal 2009 und zwischendrin erstmal 10 Jahre lang gar nichts.
Und 2020 im Corona-Crash und vor der anschließenden starken Erholung, da kam auch nichts von der Seite. Da war das größtenteils neutral. Es ging wahrscheinlich auch einfach alles zu schnell. Aber es zeigt trotzdem, Sentiment ist für einen Anleger ein sehr gutes Werkzeug und ein sehr guter Indikator. Die Frage ist nur immer, was für ein Sentiment? Das von der BofA hier zum Beispiel, das sind die großen Fondsmanager, aber sind die wirklich schon das Maß aller Dinge? Es gibt ja zum Beispiel auch den Fear and Greed Index von CNN, der Angst und Gier Index. Und da waren wir am Freitag schon wieder im Gier-Modus. Nicht ganz so stark wie die Woche vorher, aber immer noch Gier. Weil da auch Sachen einfließen, die am Markt wirklich passieren. Also so Dinge wie zum Beispiel Marktbreite, Volatilität, Put-Call-Verhältnis. Das ist ein völlig anderer Befund, sodass wir uns jetzt nur fragen können, was ist denn jetzt das Sentiment? Das, was jemand in den Umfragen sagt oder das, was am Markt stattfindet tatsächlich? Und das nächste ist ja auch, wir haben gehört, dass die Fondsmanager stark übergewichtet sind in Bonds. Hier ist aber eine andere Grafik von Bloomberg. Ich habe sie gefunden auf der Seite von Yahoo. Die Long- und Short-Positionen der Hedgefonds auf amerikanische Staatsanleihen, Entschuldigung. Die Hedgefonds, die wetten gegen Bonds und zwar so stark wie noch nie. Sie rechnen also mit steigenden Zinsen, seilsweise damit rechnen, dass die Inflation doch höher bleibt oder dass die Zinsen höher bleiben oder dass doch keine Rezession kommt oder auch alles zusammen, wie auch immer. Aber es ist auf jeden Fall ein krasser Gegensatz zu dem, was die normalen Fondsmanager machen. Also wer von denen ist jetzt unser Kontraindikator? Mal ganz davon abgesehen, was uns das über die Marktphase im Moment überhaupt sagt. Also niedrige Volatilität zwar, aber eine sehr, sehr schlechte Stimmung und gleichzeitig unterschiedliche Marktteilnehmer, die aber absolut extrem positioniert sind. So dass man, glaube ich, sagen kann, ganz normal ist die Marktphase nicht, in der wir da gerade sind. Können wir irgendwas rausziehen für uns als Anleger? In meinem Ausblick im Januar, da war meine Vermutung ja für dieses Jahr, wir werden wahrscheinlich gut starten, aber wir werden zwischendrin nochmal runtersacken. Das war da so vor ein paar Monaten meine Arbeitsthese aus dem Gefühl heraus. Und eigentlich glaube ich das immer noch. Und da sehen Sie es auch wieder, schlechtes Sentiment, wohin man schaut. Aber ich denke, wir können schon erstmal kurz noch weiter steigen. Ich gehe aber auch davon aus, dass uns die Inflation und dieser Zinsdruck nochmal einholen werden. In Tateinheit auch damit, dass anders als in anderen Krisen, dass die großen Indizes jetzt ja schon wieder ziemlich weit oben sind. Der Dow zum Beispiel, der 7% von seinem Allzeithoch nur noch entfernt. Und der DAX nur noch 2%, der ist ja demnächst wahrscheinlich schon wieder auf dem neuen Rekordhoch. Und wir kommen jetzt aber im Sommer saisonal in eine schwierigere Phase und die Wirtschaft kommt vielleicht auch in eine Rezession. Und zu Rezessionen gibt es auch Statistiken. Das ist zum Beispiel der S&P 500 Index, wie er sich verhalten hat im Durchschnitt in den 12 Rezessionen seit dem Zweiten Weltkrieg von Ned Davis Research. Der Rezessionsbeginn, das ist die schwarze gestrichelte Linie von oben nach unten und das Rezessionsende dann die rote gestrichelte Linie. Die Durchschnittsrezession hat 10 Monate gedauert und im Durchschnitt knickt der Markt vor der Rezession ein, aber erst kurz bevor sie wirklich kommt. Und dann fällt er nochmal in der Rezession 2-3 Monate, dann ist das Tief erreicht und dann steigt er wieder. Also demnach wäre der optimale Kaufzeitpunkt dann kurz nach Rezessionsbeginn. Aber auch das ist natürlich, weiß Gott, kein Naturgesetz. Es ist nur gut, wenn man es mal gehört hat und im Hinterkopf hat. Können wir das sonst irgendwie ausbeuten? Also zum Beispiel diese Gewichtungen jetzt von den Fondsmanagern.
Ich verfolge diese BOFA-Umfragen jetzt schon ein paar Jahre. Ich würde sagen, 1 zu 1 lässt sich das irgendwie schwer umsetzen. Die Fondsmanager, die liegen ja jetzt weder 100% richtig noch 100% falsch. Denkbar wäre aber zum Beispiel eine Strategie, wo man sagt, ich gehe kurzfristig mit denen mit, ganz kurzfristig. Ich gewichte das, was die hochgewichten, auch hoch. Und dass man dann aber nach ein paar Wochen oder spätestens Monaten umschichtet und langsam die Gegenposition einnimmt, zum Beispiel, dass man das kauft, was die dann meiden. Aber alles in allem, so als Fazit, ich würde schon davon ausgehen, es gibt gute Gründe, die in nächster Zeit nochmal von einer Korrektur sprechen würden. Aber dadurch, dass das Sentiment eben jetzt schon so schlecht ist, dadurch können wir auf der anderen Seite zuversichtlich sein, dass diese Korrektur, wenn sie denn kommen sollte, dass die zumindest begrenzt bleibt. Wenn es nicht noch irgendeinen Schock gibt, was man jetzt natürlich nicht vorhersehen kann, also aus dem Bankensystem oder Schuldenobergrenze oder auch Weltpolitik, gerade da gibt es viel Unsicherheit. Immerhin, vor ein paar Tagen haben zum ersten Mal wieder Xi Jinping und Zelensky miteinander telefoniert. Hoffen wir, dass das echt war, dass das nicht auch russische Komiker waren. Das Gespräch soll ja halbwegs vernünftig verlaufen sein. Das hört sich eigentlich nicht danach an, dass es echt war. Und natürlich versuche ich auch hier aktiv für Sie rauszukriegen, wie das alles weitergehen könnte. Ich habe maßgebliche Leute auch angerufen. Ich habe mich als Olaf Scholz ausgegeben. Aber Wladimir Putin zum Beispiel, der hat nur gefragt, ob ich ihn veräppeln will und hat einen Atomschlag angedroht. Es ist immer das Gleiche. Und die Bidens, die haben mir frohe Weihnachten gewünscht. Unpassenderweise. Aber sie sind eben auch nicht mehr die Jüngsten. Trotzdem, wir werden uns hier demnächst wieder auseinandersetzen müssen mit Weltpolitik, mit einem der problematischsten Konflikte im Moment, der zwischen den USA und China, wo es jetzt meiner Meinung nach doch langsam wirklich ziemlich unangenehm wird. In einem der nächsten Videos hier. Vielleicht sind Sie dann ja auch wieder mit dabei. Am besten natürlich als Abonnent von diesem Kanal. Wenn Sie auf die Glocke gehen, dann kriegen Sie das Video dann auch angezeigt, wenn es da ist. Und Sie verpassen es auch nicht. Ansonsten, naja, ansonsten wahrscheinlich schon. Und ich habe auch noch was anderes für Sie heute. Heute früh ist unser neuer Zukunftsmärkte-Report rausgegangen mit Aktien aus Südkorea. Wie im letzten Video schon gesagt, die südkoreanische Börse, die ist ja im Moment eine von den günstigsten weltweit. Und da haben wir heute ein paar südkoreanische Einzelaktien porträtiert. Sie können das Ganze sofort lesen und die Reports sind selbstverständlich gratis. Und Sie kriegen sie auf www.zukunfts-märkte.de. Und das war's für heute. Hoffen wir, dass die Lage besser ist als die Stimmung momentan, weil wenn es nicht so wäre, dann wäre das schon ziemlich unschön. Aber wir bleiben dran an dem Ganzen. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.